Ja, halli, hallo, einen schönen guten Mittag, einen schönen guten Abend oder sogar einen schönen guten Morgen. Je nachdem, wann ihr die Folge schaut, heiße ich euch jetzt und hiermit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft, Feed the Beast, Infinity Evolved und natürlich mir, dem Afro-Kelle, der natürlich wieder seinen Kamm im Koppel stecken hat lassen, aber da vergesse ich ihn wenigstens nicht. Ja, und das ist jetzt der zweite Aufnahmeversuch hier. Ich habe Gott sei Dank jetzt nach den ersten 2 Minuten bemerkt, dass ich ja noch gar nicht meinen Drehregler vom Mischpult hochgeschalten hatte und das wäre ein ziemliches Stumm-Let's Play gewesen. Das wäre ziemlich kacke gewesen und ja, Gott sei Dank nochmal drauf geschaut auf den Drehregler, weil ich mir nicht sicher war und jetzt gucke ich nochmal drauf. Jawohl, jetzt steht er korrekt und jetzt sollte es auch meine Stimme aufzeichnen. So, heute habe ich mir überlegt, werden wir ein klein wenig wandern gehen und zwar brauchen wir, hat mich auch schon der gute Deins in den Kommentaren wieder darauf hingewiesen, vielen Dank an dich speziell, ne, weil du bist der Einzige hier, der groß und immer gut Tipps gibt und auch in den Kommentaren schreibt, das muss einfach mal an dieser Stelle erwähnt sein, das ist lobenswert, sowas, ja, dass ich mag aktive Zuschauer, mit denen man ein bisschen interagieren kann, die mir Tipps geben können und mit denen man sich ein bisschen unterhalten kann, also so zumindest auf schriftlicher Basis. Erst einmal, was hat die Spinne eigentlich auf dem Kopf? Das sieht so aus, als hätte die irgendwie ein gebrochenes Bein, also so rot leuchtet das, naja, egal. Auf jeden Fall werden wir ein bisschen auf die Suche nach Skyblocks gehen, die man ja aus Meteoritengestein und so weiter holen kann. Doch bevor wir das machen, werde ich euch nochmal in den Keller entführen und euch zeigen hier, wie ich jetzt meinen Crystal Growth Accelerator hier gebaut habe. Den habe ich jetzt so gebaut, hier mit so einer Holzwand, hier ist der Charger davor und der Energy Acceptor und da tun wir ja das Redstone Fluix hier umwandeln in die Energie, die wir hier brauchen für die Crystal Growth Accelerators und ich glaube, das letzte Mal hatte ich, genau, da hatte ich noch alle meine Zertusquarze umgeladen in Charged Zertusquarze. Und hier können wir jetzt uns Samen draus machen, die können wir dann hier rein, also aus Charged Zertusquarzen, Fluix Crystallen und Co. können wir uns doch Samen machen, oder? Wie ging denn das? Konnten wir uns aus denen hier konnte man sich Samen machen? Nee. Wie ging das nochmal? Wie konnte man sich nochmal Samen machen? Netherquarz? Ah nee, aus dem Dust, ne? Ich muss erstmal Dust machen und daraus können wir uns Samen machen. Nether Quartz Dust. Genau, dann könnten wir ja hier in die Sommel. Ne, Pulverizer. In den Pulverizer die Fluix Crystals stecken und dann machen wir uns Fluix Dust raus. Und dann können wir die ganzen Samen da reinhauen, um die Pure Crystals zu kriegen. Wie gesagt, wir wollen unseren Output verdoppeln. Und da ist es ganz praktisch. Nether Quartz Dust. Pure Certus Quartz Crystal. Brauchen wir die da? Ne, die brauche ich noch, um die normalen herzustellen. Ne, die hier. Und dann... Ich glaube, da brauchen wir gar nicht die Pure Variante, oder? Wie ist man da am effektivsten eigentlich? So, machen wir uns mal ein bisschen Seeds draus. Zack, zack, zack. Hier, zwei. Haben wir 20 Seeds rausbekommen. Und die können wir jetzt hier in unseren Crystal Accelerator stecken. Aber vorher muss ich hier noch das Kabel anschließen, weil ich habe gemerkt, dass wenn die Dinger aktiv sind, dass meine anderen Maschinen kaum noch Energie haben. Oder allgemein, das ist schon schlecht mit Energie. Hauen wir mal alle hier rein. So, alle 20 sind jetzt hier drin. Die brutzeln da vor sich her, wie ihr seht. Und die wachsen jetzt zu schönen, ganzen, großen Kristallen her. Und die brauchen ja ganz... Also die 5 Dinger hier, die 5 Growth Accelerator, die brauchen schon gut Energie. Und da ist unsere Dampfmaschine natürlich vollkommen ausgelastet. Hier guckt man, wie der Dampf weggeht, wie die Kohle weggeht. Ich glaube, ich muss gleich nochmal ein bisschen Kohle nachschmeißen hier. Holen wir mal ein bisschen Kohle herzu. Habe ich hier noch ein bisschen Kohle drin? Oh, das sieht langsam schlecht aus mit Kohle. Das ist ja mal gar nicht gut. Ich muss unbedingt auch neue Kohle sammeln. Das können wir ja mitholen, wenn wir uns eh wieder auf den Weg machen. Beziehungsweise überhaupt einmal, wenn wir uns wieder auf den Weg machen, Skyblock zu finden. Was heißt wieder? Wieso sage ich ständig wieder? Wir machen uns das erste Mal auf den Weg, Skyblock zu finden. So, tue ich mal 10 Stück rein. 10 Kohlen. Paar nehme ich natürlich mit, brauche ich sicherlich auch für Fackel. Mal gucken, wie hier, was hier die Crystals sagen. Ja, die sind immer noch am Produzieren. Da qualmt zumindest noch drin. Die sind noch nicht ganz fertig. Macht für mich zumindest noch nicht... Oder sind die schon fertig? Ich glaube, die sind schon alle fertig, oder?
Sind die schon alle fertig? Sammle ich mal ein. Nee, 93%, 97%. Ach, die sind noch überhaupt nicht fertig. Da kann ich mich wieder hier reinstellen. Zack, 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 zack. Den auch rein. Hey. Wieso schmeißt der den jetzt nicht rein? So, alles rein, was noch nicht fertig ist. Ich glaube, die tun dann wirklich nicht mehr Blubberbläschen ab, sondern die sind dann einfach ganz... Ah, jetzt sind sie fertig, seht ihr mal. Komplett groß sind sie jetzt und jetzt dampft auch nichts mehr. Jetzt sollten sie komplett fertig sein. Schauen wir mal. Jawohl, jetzt haben wir 22 Pure Fluix Crystals. Das hier tue ich mal wieder mit der Wrench abbauen. Wie war das? Shift und Rechtsklick, alles klar. So, damit hier das nicht weiter, weil wenn das an ist, ist nämlich das Problem, das verbraucht permanent Energie und deswegen tue ich das hier, gut, das könnten wir auch mit einem Hebel abstellen, das wäre natürlich die andere Möglichkeit, könnten wir einen Hebel irgendwie dazwischen bauen, aber ich habe gerade keine Peilung, wie genau das funktioniert am besten. Können wir da einfach hier einen Hebel dran machen und das funktioniert? Wenn das Kabel dahinter ist, das weiß ich gerade gar nicht. Das müssten wir mal ausprobieren. Aber nicht jetzt, würde ich sagen. Wir tun erst einmal jetzt auf Tour gehen, wie ich schon angekündigt hatte. Wo hatten wir denn das ganze wertvollere Zeug? Ah, ich glaube, ich packe das mal mit den Crystals und so weiter und so fort. Packe ich einfach mal hier rein. Nether Quartz, auch der Sand. Den Turtle tue ich mir hier reinpacken. Da weiß ich nämlich, das brauchen wir immer zur Produktion von Crystals. Das ist unser Crystal-Produzierbereich. Gut. Ich tue auch mal das Kabel hier rein, weil das brauchen wir zur Produktion mit. Ansonsten, unsere Rucksäcke müssten ziemlich leer sein. Ich glaube, die Wrench brauche ich auch nicht. Blight Energistics Wrench. Da hatte mir der gute Deinser auch empfohlen, ich sollte mir doch die Ender IO Wrench machen, weil ich glaube, die kann mit allen Werkzeugen umgehen. Hatte ich das richtig verstanden? Da könnten wir uns auch später mal so eine herstellen. Was sagt eigentlich die Uhrzeit? Wie spät ist es denn? Ich weiß es gerade gar nicht. Geht gleich wieder die Sonne unter oder nicht? Ha, wenn ich das wüsste, soll ich jetzt losziehen, soll ich jetzt nicht losziehen? Wir können mal schauen, was unsere Felder machen in der guten Zwischenzeit. Und mal endlich diese scheiß Spinne hier, ach so, die hat so Stierhörner, zack, Head unlocked. Könnt mal unser Feld hier abernten. Zack, bisschen Weizen. Warum denn auch nicht? Für Nahrung muss auch gesorgt sein. Oh, hier hat jemand das Feld zerstört. So, und jetzt können wir auch die Möhren endlich mit Rechtsklick abernten, nachdem wir sie richtigerweise mal korrekt eingepflanzt haben. Das letzte Mal, ne? Da hatte ich ja die ganze Möhre eingesammelt, mir nicht wieder Seeds draus gemacht. So, dann können wir das Ganze mal hier in unsere Futterbox stecken. Wir haben 29 Möhren, insgesamt jetzt 36. Bisschen Wheat ist auch dazu gekommen. Und neue Samen. Das sieht klasse aus. Wir bräuchten vielleicht auch ein bisschen was zu essen. Da würde ich mal... Naja gut, 8 Steaks sollten eigentlich für unsere kleine Wanderung ausreichen, denke ich mal. Wo steht denn jetzt die Sonne? Wo steht sie denn? Wo steht sie denn? Ach, da hinten irgendwo. Ich glaube, es wird bald dunkel. Ich glaube, bald wird es dunkel. So, und die Hölle möchte ich jetzt nicht. Das hier hatte ich übrigens im Live in the Woods Let's Play rausgefunden. Das sind ja diese ganzen Gardens, wo man Essen bekommt für Pams Harvest Craft. Ja, da haben wir hier haufenweise Gardens. Da habe ich mich ja auch schon gefragt, was ist das für Zeug? Das habe ich jetzt im Live in the Woods Modpack mitbekommen, was das ist. Weil da kommt es sehr darauf an, wie man mit Essen versorgt ist. Weil Essen spielt eine sehr, sehr, sehr große Rolle. Allgemein das Überleben und... Ja, das eigentliche Minecraft-Feeling. Ich kann nur empfehlen, wer Live in the Woods noch nicht gesehen hat oder noch nicht kennt, das Modpack, schaut am besten mal in diesem Let's Play von mir rein. Das macht unheimlich viel Spaß, finde ich. Das ist halt was ganz anderes wie Feed the Beast. Sogar der Deinsatz ausprobiert, den ihr ab und zu in den Kommentaren lest. Und selbst für ihn ist es recht, ich sag mal, nervig, beziehungsweise schwieriger. Kann man das so sagen, Deinsatz? Es ist schwieriger als Feed the Beast. Also zumindest das Überleben, weil man ist halt ständig damit beschäftigt, seine Felder zu bewirtschaften und. Und das stellt natürlich eine ganz andere Schwierigkeitsstufe dar, wie Feed the Beast Infinity Evolved, wo man hier einfach schöne Sachen baut und man wird halt mit jedem und allem Mist zugeschissen. Das ist halt ein bisschen was anderes, ein bisschen anderes Feeling. So, jetzt ist Tag, jetzt würde ich sagen, können wir mal die Map ein wenig erkunden. Ich würde sagen,
stolzieren wir mal in... Halt. Bevor wir gehen. Wie war das? G? Ne, nicht G. J? J. Wie kann ich denn jetzt hier einen Waypoint setzen? Waypoints. New. Name. Home. Save. Okay, close. Und jetzt hier schließen, oder was? Ah, jetzt haben wir hier einen neuen Waypoint gesetzt. Unser Zuhause sozusagen. Sieht lustig aus. So, jetzt haben wir da so eine Matrix vor unserem Haus rumschwirren. Okay, vielleicht setze ich das auch nochmal später um, damit die nicht direkt vor unserer Tür rumschwirrt. Egal. Ist ja auch Wurst jetzt. Jetzt gehen wir mal ein bisschen auf Wanderschaft. Wir gehen jetzt auf die Suche nach schönen Meteoriten, nach Asteroiden, die abgestürzt sind, wo wir ein bisschen Skyblock herbekommen, weil das brauchen wir für unser Computerzeugels, wenn wir das ME-System aufbauen und craften wollen. So, und da, deshalb marschiere ich einfach mal hier in irgendeine Richtung, Richtung Südosten, denke ich mal. Ist eine passable Gegend. Da werden wir ein bisschen jetzt auf Wanderschaft gehen. Vielleicht entdecken wir ja irgendwas Cooles, was Neues, was wir noch nie gesehen haben, was absolut umwerfend ist. Oh, da haben wir Birnen. Sollen wir Birnen mitnehmen? Na komm, so viele Birnen haben wir ja nicht. Nehmen wir mal ein paar Birnen mit aus Pam's Harvestcraft oder Biome So Plenty ist das ja. Pam's Harvestcraft harmoniert ja super mit Biome So Plenty. So, hier haben wir diese ganzen Garden-Sachen. Zack. Zack. Schön viele Birnen gibt's hier, muss man ja mal so sagen. Oh, okay. Dachte ich schon, jetzt tue ich mir weh. Hab schon mal vorsichtshalber Au gesagt, aber letzten Endes ist ja doch nichts passiert. Haha. Das nennt man irgendwie ein bisschen Weichei, oder? So, aber Wurst. Lieber vorher Au geschrien, wie dann wirklich Au gemacht. Ach, das hier sind Berry Gardens. Die könnte ich alle in Life in the Woods gebrauchen, diese ganzen Gardens. Eieiei. Hoffentlich teleportiert sich nicht ein Enderman hinter uns hinterher. Oh, was haben wir denn hier? Achso, das ist so ein toter Baum. Nichts Besonderes. Verfolgt mich jemand? Nein. Ich hoffe natürlich, kein Enderman verfolgt uns. Dann raste ich aus. Dann schlagen wir kaputt. Ich zück schon mal das Schwert. Ho, hu, tja, tja. Wann seid ihr eigentlich das letzte Mal durch den Wald gelaufen? So, richtig schön Waldspaziergang. Bei mir ist es gar nicht mal so lange her. Wobei, mittlerweile dürfte es auch schon wieder fast ein halbes Jahr her sein. Wo ich das letzte Mal zu Besuch war bei meiner Oma im Wochenendhaus. Die haben sich ein Wochenendhaus geholt gehabt. In der Nähe der tschechischen Grenze ist das. Und das ist ein wunderschönes Gebiet, also mit viel Wald und sowas. Da haben wir mal dann gemeinsam einen Spaziergang gemacht. Klar, was macht man denn, wenn man mal so bei Oma zum Beispiel zu Besuch ist? Ja, da hockt man sich ja nicht hin und zockt mit der Oma Minecraft. Nein, sondern man geht mal ein bisschen mit der spazieren, man plaudert mal über dies und das und lässt einfach... Was ist das denn da für eine leuchtende Blume? Dayblum Primus. Botania. Na gut, von Botania, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht unbedingt dringend was. Oh, ich sollte mal nebenbei was futtern hier. Zum Beispiel eine Birne. Lecker, lecker, lecker. Die Birne macht hier auf jeden Fall mehr satt wie in Life in the Woods. Oh, da haben wir ein Schwein mit einem Sombrero. Oh, den Hut haben wir noch nicht. Das müssen wir schlachten. Tut mir leid. Oh, den Hut hatten wir anscheinend doch schon. Es kam nämlich keine Notiz, dass wir einen neuen Head angelockt haben. Okay. Und nebenbei, wenn ich hier so durch die Welt streife, muss ich auch mal... Ist hier ein Meteorit gelandet? Oder was ist das? Das haben wir jetzt aufgesammelt. Ach, River Cane. Ne, das ist ja auch kein Meteorit, hier liegt ja kein Stein in der Mitte. Aber nebenbei muss ich mal darauf achten, dass ich vielleicht ein wenig auch immer mit auf die Map schaue, weil diese Meteoriten, die sieht man eigentlich auch ganz gut auf der Map. Das sind so große, runde Löcher, die entstanden sind. Also wie es halt aussieht, wenn ein Meteorit irgendwo einschlägt. Ne? Könnt ihr euch ja so einigermaßen vorstellen. Ansonsten benutzt mal Google, da findet ihr zahlreiche Hilfe und Informationen über Meteoriteneinschläge. Aber ihr seid schon schlau und wisst das natürlich. So, haben wir jetzt hier irgendwo in der Nähe etwas Interessantes? Wir laufen gerade so durch so einen komischen Herbstwald.
Ja, und ich möchte gerne diesen Meteorit gemeinsam mit euch finden. Da werden wir mal gemeinsam ein bisschen laufen, gemeinsam ein bisschen erkunden. Das ist aber immer eine schöne Abwechslung, finde ich. Man kann mal ein bisschen über was quatschen. Wenn ihr Themen habt, die ich besprechen soll, immer her damit. Wie gesagt, schon mal, ich bin keiner, der da euch einen Kopf abbeißt. Was ist das eigentlich? Was sind das eigentlich für Gnome? Hier sind einige davon. Kann man mit denen handeln oder muss man die schlachten? Geben die einem was Besonderes? Handeln kann ich mit denen anscheinend ja nicht. LOL. Da hat so ein Kraken so ein... Was ist das? So ein... Aua. Aua. Ach, ich bin... Ach, das... Ich bin wahrscheinlich schon wieder in diese giftige Pflanze gerannt. Wo ist er da? Zack, Head unlocked. Pillar Head. Ja, so eine Adonis-Säule brauchen wir unbedingt auf unserem Kopf. Sonst hätte ich das Viech jetzt nicht getötet eigentlich. Nur wegen den Heads, um die Heads zu vervollständigen so nach und nach. Ja, nach diesen giftigen Pflanzen muss ich mehr Ausschau halten. Die haben mir schon mal fast das Leben gekostet. Und ich wusste nicht, was ist jetzt mit dir passiert? Das sind so komische dreieckige spitze Pflanzen. Eigentlich sieht man die ganz gut, wenn man weiß, welches sind. Jetzt habe ich es zumindest gesehen. Also ich denke mal, dass es die war. Die sah sehr verdächtig aus mit ihrer Spitze da oben dran. Das muss die gewesen sein, die uns ins Bein gestochen hat. So ist natürlich blöd, wenn ich jetzt hier ewig weit laufe und wir haben keinen Meteoriten. Ich werde auch nicht allzu ewig weit laufen. Dann müssen wir die Karte mal so ringsrum um unser Gebiet, um unseren Spawnpunkt da hinten. Ja, es ist ja der Spawnpunkt. Bisschen vervollständigen. Vielleicht haben wir auch in der Nähe irgendwo einen Meteorit. Und ich renne hier schon wieder übelst weit weg. Und da haben wir so eine Himmels... Gibt es da oben eigentlich auch diese Skyblöcke oder gibt es die bloß bei Meteoriten?